Servus und guten Morgen, da bin ich wieder. Ja, letzter voller Wandertag für mich heute, den ich nochmal nutzen kann. Morgen geht's dann leider nach Hause. Ja, was für heute geplant? Ihr habt es am Titel gesehen. Eine leichte Tour gestern, das war schon relativ weit für mich. Ich bin jetzt ja schon länger nicht mehr so viel gelaufen und werde es deswegen heute jetzt mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und es ist für mich auch noch eine neue Tour, die ich so noch gar nicht gemacht habe und auch noch kein Video vorgestellt habe. Ja, es ist geplant, dass es auf dem Sohle-Leitungsweg geht. Habe ich schon mal gemacht, allerdings Richtung Söldenköpfel. Das mache ich heute nicht. Ich parke wieder beim Zipfhäusel. Aber diesmal gehe ich in Richtung Taubensee. Also das heißt genau in die entgegengesetzte Richtung und mache dann noch eine Umrundung um den Taubensee. Die Tour müsste relativ wenig Höhenmeter haben und ja, dementsprechend gehe ich fast immer nur geradeaus. Und beim Taubensee war ich schon ewig nicht mehr. Also ich glaube, man kam da nicht so richtig gut dran, aber man kann den auf jeden Fall einmal umrunden und so, was ich bildermäßig nochmal gesehen habe, hat man da eine super schöne Aussicht auf den Hochkalter hoch mit dem Taubensee. Das wollte ich mir auf jeden Fall heute nochmal angucken. Das ist nochmal eine schöne Entspannungstour für den ja, letzten Wandertag heute. Und dann kann ich auch noch so ein bisschen was erledigen und dann schaffe ich es auch bestimmt heute Abend noch locker zum Bauerntheater. Ja, aber bevor es losgeht, bevor ich mich fertig mache, wie gewohnt, erstmal zum Frühstück. Es geht schon wieder los. Frühstück. Ja, noch einmal draußen lang geschwenkt, bevor es jetzt losgeht. Ihr seht, es ist ein bisschen bewölkt. Es soll aber heute auf jeden Fall trocken bleiben, aber ich habe es eben noch mal gelesen, sehr windig und umso höher es geht, umso stärker sollen wohl die ja, orkanartigen Böen sein. Bisher sieht es okay aus, aber ich komme ja heute auch nicht ganz so hoch hinaus. Ich glaube, ich bewege mich so im Rahmen von 900 Höhenmeter. Sollte dann mich hoffentlich nicht so tangieren, falls es wirklich gleich noch so windig wird. Und ja, ich hoffe, dass ich da jetzt eine schöne Wanderung erlebe mit neuen Eindrücken, weil die habe ich so, wie gesagt, noch nicht gemacht. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Die Wanderung habe ich übrigens diesem Buch hier entnommen, Leichte Wanderziele um Berchtesgaden und ich bedanke mich da recht herzlich bei der Spenderin für dieses Buch. Schauen wir nochmal hoch zum Grünstein. Da hinten die Spitze vom großen Watzmann lugt hervor. Ein ganz, ganz kleines bisschen auch vom kleinen Watzmann. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde es gleich Regen geben. Naja, ich hoffe mal, es bleibt trocken. Und für mich geht es jetzt auf Richtung Zipfhäusl. Bin ich angekommen beim Zipfhäusl. Es sieht sehr verwaist hier aus. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht schon jetzt Pause haben und der Revision und erst wieder im Winter aufmachen. Sieht recht verlassen aus. Naja, mal gucken, wenn ich zurückkomme, wie es dann aussieht. Ist jetzt noch früh, 10 Uhr haben wir jetzt. Ich denke, 3, 4 Stündchen, dann sollte ich mit der Tour schon durch sein. Und dann würde ich sagen, geht's mal los. Aber nicht da lang, sondern in die andere Richtung. Es geht nämlich genau gegenüberliegend von dem Parkplatz vom Zipfhäusl auf den Sohle-Leitungsweg. Und den bin ich, wie gesagt, noch nie gegangen. Also noch nie in diese Richtung. Ja, und heute werde ich den bis zum Taubensee gehen. Und dann geht es noch einmal um den Taubensee rum. Da war ich auch schon ganz lange nicht mehr. Und da dachte ich, so als kleine Wanderung heute kann man das doch mal gut machen. Gibt es auch eine
Karte vom Salzalpensteig. Fände ich auch sehr spannend, das mal zu machen. Hier steht es, tauben sich 50 Minuten nur. Aber da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, da dachte ich, das wäre etwas länger. Na gut, schauen wir uns das mal an. Es geht ja auch noch um den Taubensee rum. Ich habe mir nämlich gedacht, heute nach der langen Tour gestern, so ein bisschen Erholung muss da heute doch noch sein. Dann habe ich auch noch so ein bisschen am Tag oder Zeit. Vielleicht fahre ich dann heute schon mal zum Grassel und mache noch so ein paar Erledigungen. Und dann kann ich das machen. Aber ich hatte auf den Bildern vorher gesehen, dass hier echt ein paar schöne Ausblicke gibt. Jetzt haben wir ein ziemliches Wolkenspiel. Ich hoffe, dass das trotzdem einiges trotzdem zu bieten hat, die Ausblicke. Aber ich denke schon, die Bergkulisse, die ist einfach gewaltig. Schon die Kuhglocken im Hintergrund. Dieser Ausblick hier, der ist ja eigentlich schon gewaltig, wenn man mal schaut. Vom Göll reicht's übers Brett, dann der Jänner kann man gut erkennen, der Schneipstein und auch sogar die Runde, die man auf der kleinen Reibe gehen würde, die kann man hier ganz gut erahnen, wo die lang führt. Wirklich genial. Und dann geht es hier direkt weiter zum Watzmann. Auch hier die Hochalmscharte, wo ich lang gekommen bin, die kann man hier perfekt sehen oder sehr gut. Und es sieht von hier aus gar nicht sehr weit oder hoch aus, weil man hier natürlich auch schon eine gute Höhe hat. Und dann geht es hier weiter zum Hochkaltermassiv. Guck genau, was ich mache. Eine sogenannte Wachziege. Echt gut. Hier kommt mir wirklich richtig warme Luft entgegen. Fast wie so eine Föhnluft. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass auch der Wind wirklich ein bisschen aufzieht. Also auf meinem Handy wird immer noch gewarnt vor Extremwetter, vor starkem Wind. Ich bin mal gespannt. Mordoralm war ich auch schon lange nicht mehr. Wäre auch nochmal auf jeden Fall für nächstes Jahr ein Ziel. Da gibt es auch verschiedenste Tourenmöglichkeiten, wie man da hingelangen kann. Das Schöne an der Tour ist ja hier, wenn man mal so ein bisschen lockeren Tag machen möchte und vielleicht nicht so viele Höhenmeter möchte, dann ist das hier wirklich ein schön einfach zu gehender Weg, der Sohle-Leitungsweg. Der geht ja fast immer nur schön ebenerdig. Das ist richtig, ja, richtig schön entspannt mal. Gerade für mich jetzt, wo ich ja noch so ein bisschen eingeschränkt bin, finde ich das heute eine ganz schöne Abwechslung. Und jetzt mit diesen Wetterverhältnissen
mit diesem Wind denke ich das auch ganz gut. Ich hatte mich als Alternativprogramm hatte ich mir überlegt, heute den Gerner Höhenweg zu machen und dann nach hoch auf die Kneifelspitze. Den Gerner Höhenweg, den habe ich auch noch nicht gemacht. Finde ich auch interessant. Und die Kneifelspitze wäre natürlich auch noch so ein Highlight, hoch auf den Gipfel. Aber ich habe gedacht, wenn das wirklich so einen Wind gibt, dann ist der Waldanteil, den ich einfach da habe auf der Kneifelspitze, und weil die auch so ein bisschen exponiert ist, ist mir das dann doch zu riskant. Das will ich nicht eingehen, dieses Risiko. Und da glaube ich, bin ich hier mit diesem Sohleleitungsweg einfach ein bisschen ungefährlich unterwegs, falls wirklich so ein starker, ja, orkanartige Böen kommen sollten. Ein bisschen Waldanteil habe ich jetzt doch hier, aber ich denke, das wird wahrscheinlich nicht ganz so viel sein und aktuell ist die Lage auch noch okay. Schön der Blick hier zurück Richtung Hochkalter. Und hier kann man auch so richtig weit reinschauen ins Klausbachtal. Richtig toll. Reiteralm, der Halsalm dort oben, auf dem grünen Wiesenstück gut zu erkennen. Ja, der Edelweißlaner, den habe ich immer noch auf der Liste. Der hat ja leider dieses Jahr nicht geklappt. Aber der ist auf jeden Fall noch fällig. Hier überquert man jetzt auch eine Kuhweide, also die Kühe sind hier nicht mehr abgezäunt. Ich laufe jetzt quasi über den ihr Gehege. Die haben wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, bis es in den Stall geht. Der Winter scheint ja noch ein bisschen entfernt zu sein. Auch hier geht es weiter über die Weiden der Kühe. Mal darauf achten, dass man die Tore wieder gut zumacht hier, sonst ...25 Minuten bis zum Taubensee. Interessanterweise ist Zipfhäusel jetzt 45 Minuten entfernt. Wenn man die Zeiten zusammenrechnet, komme ich auf 1 Stunde und 10. Als ich aber gestartet bin vorhin beim Zipfhäusel, waren es nur 50 Minuten. Also ganz genau nimmt man das dann scheinbar nicht. Ja, Mordaualm wären auch nur 1,5 Stunden, aber die hat natürlich schon geschlossen. Den Pfaffenthal-Rundweg übrigens, den habe ich auch auf meiner Liste stehen, um den mal bei Gelegenheit zu gehen.
Für mich geht es aber jetzt weiter. Kleiner Rückblick. Watzmann. Hochkalter. Sehr schön. Ganz da hinten fällt fast gar nicht auf, weil es relativ klein wirkt. Aber da ganz da hinten, da der höchste Berg, das ist das große Rothorn. Und dann noch die Schafspitze daneben. Dieser Wegabschnitt, der ist auf jeden Fall gesäumt mit vielen Bächen. Also auch wer vielleicht mit dem Hund im Sommer unterwegs ist, da kann der Hund hier auf jeden Fall an vielen Stellen was trinken. Eine tolle Aussicht hier mit den Bauernhöfen und diesen mächtigen Gebirgsstöcken im Hintergrund. Ah, hier gibt es ein Schild zum Almerlebnisweg, den habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste stehen. Den, ja, wollte ich auch mal machen. Aber das verschiebt sich dann wohl auch auf das nächste Jahr. Aber wäre schon schön, wenn die Almen dann geöffnet haben. Ja, jetzt sind wir fast beim Taubensee. Hier gibt es so ein Schild, Naturdenkmal Taubensee. Da geht es für mich hin, rund um den Taubensee. 1,5 Stunden werden hier angegeben, naja, bin ich mal gespannt. Aber diese große Runde, die hier angegeben wird, die werde ich nicht machen. Ich gehe nur wirklich um den Taubensee rum. Die Runde rund um den Taubensee hier, die ist nochmal wesentlich größer. Die hatte ich aber jetzt nicht geplant. Ja, die Alpenstraße, die können wir jetzt hier gut unterqueren durch diesen Tunnel. Gar nicht sagen, wie lange, aber schon einige Jahre bin ich tatsächlich hier nicht mehr lang gegangen um den Taubensee. In meiner Erinnerung war das nämlich tatsächlich so, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass man so gut wie gar nicht an den See rankommt. Es gibt so, ich glaube, so ein, zwei Buchten, wo man schauen kann. Ansonsten ist das alles relativ eingezäunt. Und dazu kommt auch noch, dass der Taubensee immer mehr verlandet. Also ja, mit der Zeit wird der verschwinden. Zumindest hatte ich das mal so gelesen und so sieht es auch aus. Aber ich hoffe dennoch, dass wir da heute jetzt doch noch ein paar schöne Eindrücke haben. Immerhin gibt es ja hier diese Wanderung. Schaut mal aufs Schild. Ja, rund um den Taubensee. Den Weg, den gehen wir. Ja, und hier bin ich jetzt auch wieder im Wald unterwegs. Man sieht es, die Bäume. Aber Wind hat eigentlich nachgelassen. Vielleicht war das wirklich eben nur, weil ich da ein bisschen höher am Sohlenleitungsweg unterwegs war, aber jetzt hier unten scheinbar am Boden ist nichts groß. Aber dass das scheinbar schon was Ernstes ist, erkennt man daran, dass die Königsseeschifffahrt für heute die Fahrt nicht ganz abgesagt hat, aber sie halten nicht an. Die Schiffe halten nicht in Bad Lomé an, auch nicht im Kessel. Sie bieten heute lediglich Rundfahrten an. Das habe ich so auch noch nicht wahrgenommen. Also man kann eine Rundfahrt bieten. Die geht ungefähr 45 Minuten Standort.
Und ja, man kann aber nicht aussteigen in Bad Lomé oder so. Ne? Man fährt quasi ab und wird wieder zur Seelände zurückgebracht. Ich nehme an, wenn da wirklich so ein starker Wind am See ist, dann ist das wahrscheinlich zu schwierig, dort anzulegen. Das ist meine Vermutung jetzt mal einfach. Und ja, die haben sich vorbehalten, selbst die Rundfahrten abzusagen, wenn das entsprechend stark werden sollte mit dem Wind. Das Gebiet hier ist wirklich die ganze Zeit so abgegrenzt, abgezäunt. Aber dann gibt es hier so eine Stelle, ich weiß nicht, ob es da mehrere von gibt, wo man so ein bisschen was gucken kann. Schauen wir uns jetzt mal an. Das ist natürlich eine schöne Aussicht hier. Da kann man jetzt nicht klagen. Auch richtig gut zu erkennen, wie klein der Gletscher hier ist. Hier kann man ja richtig gut da hochgucken ins, ja, ins Blaueis. Wahnsinn. Der Watzmann dazu. Und vor uns liegt der Taubensee. Ja, ihr seht, es ist schon noch Wasser da, viel Schilf. Wirkt fast ein bisschen, finde ich, wie der Böckelweiher. Steht auch was dazu, zu diesem breiten Schilfgürtel. Und die Libelle, die ihr gerade sehen könntet, die ist hier auch beheimatet. Und dieses Schilf, das gefällt ihr wohl gut. Die lebt übrigens noch, die hat sich dann nur gerade eben niedergelassen. Ja, und auch hier waren die Landschaftsmaler vergangener Tage tätig und haben das Ganze auf Bild festgehalten. Das müsste doch wahrscheinlich die Schattenalm sein, die man da so erkennen kann. Jetzt mache ich noch mal eine kleine Rast und als Wegzehrung habe ich mir heute mal ein Adenholzner Pink Grapefruit Sport gekauft. Das schmeckt auch immer sehr gut. Meine Alternative zum Radler. Dann verabschiede ich mich jetzt noch mal von der schönen Aussicht hier. Steht es auch nochmal für diejenigen, die nicht wissen, wo sie sind, der Taubensee. Ein paar Meter geht es jetzt leider hier auch an der Straße entlang. Müsste aber gleich wieder auf einen Wanderweg abzweigen. Hier ist ein Campingplatz. Der scheint aber, weiß nicht, sieht relativ verlassen aus. Campingplatz Siemannhof. Videoüberwachung, ja. Eigentlich wäre es gut, wenn mein Weg hier lang führen würde, aber da bin ich mir unsicher, ob ich da einfach rübergehen kann. Das lasse ich mal lieber. Ich habe die Tour mir eben auf Komoot zusammengestellt. Ich hatte die an dem Buch gelesen. Und dann habe ich mir die so zusammengestellt, wie ich dachte, wie ich die gut gehe für mich. Aber gerade konnte ich schon nicht da lang gehen, wo ich wollte. Mal gerade gucken.
ich steht gar nichts mehr von rund um den Taubensee. Ja, es steht schon noch da, aber nicht in die Richtung, in die ich gehe. Ja, ich muss jetzt nochmal auf der Karte prüfen. Die Wege, die ich jetzt gehen wollte, die waren eigentlich möglich, weil es anscheinend Privatgelände ist. Bei Komoot sah das so aus, als könnte ich da lang gehen. Na gut, ich schau mal. Zum Gehen ist es natürlich hier traumhaft mit dem Blick hier Richtung Watzmann. Westwand ist das dann. Richtig toll. Da oben auf dem Pfalzköpfel kann man das Watzmannhaus erkennen. Ja, das ist schon sehr schön hier. Hier bin ich auch noch nie lang gegangen. Ich bin noch sicher, ich finde gleich einen Weg zurück. Ganz weit sehe ich schon Wegweiser. Es führt bestimmt gleich ein Weg auch zurück Richtung Sohleleitungsweg. Ich finde jetzt hier bei dieser Ansicht, da erhebt sich auch ganz, ganz mächtig der Carlersberg. Wirkt richtig prominent, groß da jetzt in der Mitte. Und ich vermute, da kann man so eine Hütte so ein bisschen davor erkennen. Das ist bestimmt die Kühreund. Campingplatz hat übrigens doch geöffnet. Habe einige Camper da gerade gesehen. Und ich bin auch wieder auf der Spur. Hier geht es zum Sohleleitungsweg. 15 Minuten. Auch rund um den Taubensee. Jetzt wieder hier ausgeschildert. Das über den Feuersalamander. Davon hatte ich ja einen am Untersberg gesehen. Die können bis zu 50 Jahre alt werden, das finde ich echt interessant. Aber dass man früher glaubte, sie können Brände löschen, hat man deshalb ins Feuer geworfen, die armen Tiere. Kann man ja kaum glauben. Der nächste Wegweiser, Zipfhäusel, mein Ziel, eine Stunde entfernt. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich doch die Runde rund um den Taubensee so gemacht, wie sie hier vorgeschlagen wird. Und nicht so, wie ich es mir selbst ausgedacht habe. So ist das. Ja, auf Komoot, da ist manchmal, werden da Wege angezeigt, die es so gar nicht gibt bei der Planung. Aber ansonsten ist das schon eine tolle App. Auch eine tolle Ecke eigentlich, um hier zu wohnen. Herrlicher Bergblick. Einmal um mich gedreht, zeige ich euch mal, was ich alles sehe. So, jetzt gucken, dass ich keinen Schlag krieg. Und wieder fixiert. Hey, hier stand ich vorhin. Habe ich jetzt einmal den Taubensee umrundet. Dann geht's zurück Richtung Zipfhäusel. Die ganzen Blätter runter. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen sehen. Das ist fast wie ein Blätterschnee.
jede Perspektive ist immer einfach wieder ein Genuss hier. Die Berge ist immer wieder aus einem anderen Winkel. Dazu schön eingebettet hier die Häuser von Ramsau. Einfach herrlich. Richtig schön. Das ist eine richtige Genusswanderung, muss man schon sagen. Der Sololeitungsweg. Beide Richtungen gefallen mir sehr gut. Eine tolle Passage. Ich laufe hier auf den Watzmann zu. Herrlich. Einfach herrlich. Da werde ich nächstes Jahr bestimmt auch nochmal unterwegs sein. Vielleicht das Hocheck endlich mal über den Watzmann Google zurück. Die Tour will ich auch schon länger machen. So viele Möglichkeiten, so wenig Zeit. So, wieder diese tolle Aussicht hier. Gigantisch. Da werde ich doch jetzt noch mal eine kleine Rast einlegen. Ja, meine Rast, das mache ich jetzt mit einem Auerbräu aus Rosenheim, ein Radler. Das habe ich auch noch nie gehabt. Das habe ich gestern bei dem kleinen Edeka in Oberschönau entdeckt. Das werde ich jetzt mal kosten. Dazu noch eine Landjäger, die ich dabei geholt habe. Und das Ganze genieße ich jetzt bei dieser tollen Aussicht hier auf die Reiteralm, das Wagendrischelhorn, das schön markant hervorstechend, Hochkalter, weiter zum Watzmann, dann unter anderem der Karlersberg dort hinten, Schneipstein, Jena, Brett und Göll, perfekt. Ja, sehr schön. Und wenn wir zurückgucken, dann sehen wir sogar noch den Hirscheck. Ja, und jetzt gönne ich mir erstmal diese kleine regionale Spezialität, dieses Radler. Damit kann man mir immer eine Freude machen mit so kleinen regionalen Bieren oder Radlern oder Spezi. Hervorragend. Finde ich immer super, wenn ich sowas entdecke. Und da geht es auch schon weiter. Ja, jetzt bin ich gleich wieder zurück am Zipfhäusel. Ich überlege, ob ich noch gerade vielleicht auf den Hirscheck hochfahren sollte mit dem Sesselbahn. Und dann könnte ich ja noch runterlaufen. Früh genug ist es noch. Wir haben 13:30 ungefähr. Das würde ich ja locker schaffen. Aber es kann sein, dass sie geschlossen hat. Ich habe mich gerade schon mal geguckt und auf der Seite schreiben sie, ja, sie haben generell offen, aber es kann aufgrund der Sturmwarnung sein, dass sie jederzeit den Betrieb einstellen. Ich würde sagen, ich gehe mal gucken, ob sie geöffnet haben. Wenn ja, dann werde ich sehr wahrscheinlich hochfahren. Dann nehme ich das noch mit. Das wäre eigentlich noch ganz nett, diese kleine Wanderung runter zu machen, so ungefähr eine Stunde, und oben noch die Aussicht zu genießen. Vielleicht noch ein kühles Bierchen dazu. Naja, schau mal. Vielleicht fahren sie aber auch gar nicht. Momentan ist der Wind okay. Also es würde sagen, es ist kaum Wind. Da war vorhin mal so eine kleine Attacke. Da war es richtig kräftig am Blasen, da wo auch das Laub so flog. Aber jetzt ist eigentlich wieder in Ordnung. Schauen wir aber noch einmal zurück. Das ist so schön. Das ist so wie gemalt. Wie so eine Eisenbahnlandschaft. Traumhaft. Ja, Resümee nochmal zu dieser Wanderung, die ich jetzt gemacht habe. War richtig toll. Schön leicht, würde ich sagen. Und dennoch super tolle Ausblicke. Tolles Erlebnis. Ich fand den Taubensee da, wo man drüber gucken kann, sogar besser, als ich das in Erinnerung hatte. Es hat mir sehr gut gefallen mit diesem Blick auf den Hochkalter, auf den Gletscher hoch. Hat mir schon echt gut gefallen, muss ich sagen. Hatte ich so nicht in Erinnerung. Gut, jetzt aber weiter zum Zipfhäusel und dann mal schauen, ob ich noch da hochkomme. Da bin ich bei der Hirscheckbahn.
Es ist sehr windig, aber sie scheint zu fahren. Ich werde mal mein Glück versuchen. Da ist es relativ wolkig. Aber ich werde dennoch mal schauen, ob ich hochkomme auf den Hirscheck. Kommen auch welche runtergefahren. Ich hoffe, ich komme da jetzt auch rauf, dass sie nicht irgendwie abbricht. Aber sieht ganz gut aus. Bin ich jetzt auch, glaube ich, schon länger nicht mehr hochgefahren. Ja, und da geht es tatsächlich rauf und ich habe, glaube ich, relativ Glück gehabt, dass ich noch raufkomme. Er war mich so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Er meinte ja nur rauf, das geht noch, aber sie werden wahrscheinlich gleich den Betrieb einstellen, weil der Wind dann doch zu stark wird. Zumindest einzelne Böen jetzt aktuell. Ihr seht es ja selber, hier geht jetzt gerade so gut wie gar kein Wind. Es kommen auch noch welche runtergefahren. Ich laufe dann gleich runter. Und die Gaststätte hat auch oben offen. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich sogar noch mal ein helles gönnen. Hat er jetzt nur einen Radler gehabt. Verweile ja auch noch ein bisschen dort oben. Von daher sollte das kein Problem sein. Auf jeden Fall auch wieder immer schön, die mit hochzufahren. Ist auch richtig nostalgisch, das kenne ich seit meiner Kindheit an, hier mit dem Hirsch-Access-Lift hochzufahren. Ich bin ja auch schon etliche Male hier hochgelaufen, aber die Fahrt hier, die finde ich auch immer schön. Schläft die Hexe. Und da sind wir auch dann fast oben und trotz Wind gut überstanden. Ich fand, hat jetzt auch nicht gewackelt hier oder so. Hätte ich eigentlich nicht gedacht heute, dass ich tatsächlich noch auf den Gipfel hier hochkomme vom Hirscheck. Richtig cool, freue ich mich. Eine Aussicht hier wieder in das Gries allein schon, wo ich gestern noch unterwegs war. Das kann man so gut hier sehen. Und da hinten liegt auch friedlich der Hintersee.
anscheinend nicht mehr zu fahren. Weiß jetzt nicht, ob sie jetzt schon in einen Betrieb eingestellt haben oder ob jetzt gerade noch keiner fahren will. Ja, ich laufe eh runter. Der Ausblick, die fesselt einen wirklich. Der Ausblick. Wahnsinn. Na, da steht jetzt geschlossen. Ich denke, die haben doch jetzt zugemacht, dass man nicht mehr runterfahren kann. Mitunter waren da jetzt auch wirklich ganz schöne stürmische Böen bei, muss ich sagen. Aber man konnte sehr gut da draußen sitzen, weil die Temperaturen, die sind absolut angenehm. Also es hat jetzt nichts ausgemacht, dass so ein starker Wind war. Gut, ich war jetzt auch nicht geschwitzt oder so, weil ich ja hochgefahren bin. Konnte es aber sehr, sehr gut auf der Terrasse aushalten und es war traumhaft, da diesen Blick zu genießen. Ich fand es sogar ganz angenehm mit dem Wind. Naja, der Wirt kam dann auch dann rum zu den Gästen, zu all denen, die potenziell danach aussehen, als wollten sie runterfahren, und hat denen dann quasi gesagt, ja, dass die Bahn jetzt den Betrieb einstellt und ja, ich denke, dass man entweder jetzt noch mitfahren müsste oder ansonsten halt zu Fuß runtergeht. Ja, wie ich gehört habe, gerade von anderen, ist auch die Predigtstuhlbahn, fährt heute auch wohl nicht mehr. Wie gesagt, Königsseeschifffahrt auch eingestellt. Ja, und auch selbst am Hintersee muss es wohl richtig stürmisch gewesen sein. Zumindest habe ich das eben so von anderen da an den Tischen gehört. Ja, für mich geht es jetzt wieder runter. Da ist die Hexe. Die Hex. Ja, zum toten Mann, ich denke, da gehe ich nochmal gerade hoch. Kann ich mir eigentlich nicht nehmen lassen, auf dem Gipfel gerade gewesen zu sein, wenn ich schon hier bin. Ach, nächste Woche im Büro wünsche ich mir eh wieder hier zu sein. Ja, man könnte natürlich jetzt auch noch eine größere Tour machen, wenn man übers Söldenköpfel geht, wobei ich gerade lese, Freitag Ruhetag, würde sich zumindest nicht lohnen, wenn man da einkehren möchte. Aber das habe ich heute nicht vor. Wir haben jetzt 3 Uhr. Ich werde jetzt gleich den für mich klassischen Weg zurückgehen, den ich jetzt auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gegangen bin. Von daher finde ich das ganz gut. So, aber vorher will ich hier nochmal gerade am toten Mann gewesen sein. Kleines Hütchen für den Notfall. Kannst mir natürlich nicht nehmen lassen, auch hier mal reinzuschauen wieder. Alles in Ordnung ist. Sieht noch passabel aus. Ein kleines gemütliches Hütchen hier, das Betzoldhütchen. Wenn das Wetter einmal überrascht, das Schlechte, dann kann man hier ein bisschen unterkommen. Beim toten Mann dort oben ist es einfach mal wieder super schön. Allein die Wanderung da hoch würde sich schon lohnen. Auch wenn man jetzt keine Rast machen würde am Hirschkaser, das ist wirklich so schön dort oben. Tolle Aussicht, und das nur eigentlich einem kurzen Anstieg, den man ja schnell bewältigt. Also man zügig unterwegs ist, locker unter einer Stunde. Ich weiß gar nicht genau, mit was es angegeben ist unten. Ich denke mal, so 1,5 Stunden wird es wahrscheinlich ausgeschrieben sein.
aber auf jeden Fall ein ganz toller Aussichtshügel, muss man ja fast sagen. Aber es ist ein Berg und auch vorne beim Hirschkaser, auf dieser Terrasse ist natürlich der Blick da genial. Wenn man da schaut, in Zimbach-Gries, auf den Watzmann, auf den Hochkalter. Einfach phänomenal. Ich bin richtig froh, dass ich jetzt noch mit der Bahn hier hochgekommen bin. Ja, hochgelaufen wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das wäre dann, ich glaube, das wäre dann insgesamt ein bisschen zu viel des Guten für heute. Also ein ganz klein bisschen merke ich das Gelenk natürlich schon. Aber es ist absolut gut. Jetzt laufe ich hier gerade runter und dann geht's auch wieder zurück. Ich glaube, die Schilder, die haben sie erneuert, die sehen recht frisch aus und die habe ich auch so nicht in Erinnerung. Hier wird über den Bergwald einige Informationen zur Verfügung gestellt. Zwei Schilder neu. Hier ist der Wegweiser, da geht es über den Mitterbergsteig. Das war meine letzte Tour, die ich hier hoch gemacht hatte zum Hirscheck bzw. Toten Mann. Da war ich über den Mitterbergsteig gegangen, gestartet bei der Götschenalm. Das war auch mal was Neues, war auch eine schöne Tour. Könnt ihr ja mal schauen, das war in einem Video vom, jetzt muss ich gerade überlegen, vom Juni müsste das gewesen sein. War auf jeden Fall auch mal was Neues, zum ersten Mal so rumgegangen. Ich glaube, damit habe ich auch fast alle Varianten, die hier möglich sind, hier hoch ja, begangen. Es sei denn, man würde jetzt sagen, man geht noch weiter von unten vom Tal hier hoch, von Ramsau zum Beispiel oder von Bischofswiesen, könnte man natürlich von noch tiefer starten. Falls ihr noch einen Weg kennt, den ich noch nicht gemacht habe, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, die ganze Zeit beim Abstieg war jetzt gar kein Wind, null, nichts. Aber wo ich jetzt hier unten wieder auf die Freifläche komme, mit diesem herrlichen Blick hier, da kommt auch der Wind wieder richtig raus. Ich muss gerade mal gucken, ob da nicht noch ein Fahrrad hinterher kommt. Ja, ist jetzt richtig hier wieder stürmig hier unten. Im Wald war gar nichts. Und, aber die Sonne scheint schön. Ist richtig herrlich. Ich hoffe, ihr hört mich ein bisschen, weil der Wind ist wirklich sehr stark. Ich habe zwar dieses Mikro drauf mit dem, diesem Puschel, aber so die 100% Lösung ist das noch nicht. Ich muss mir für die Zukunft auf jeden Fall noch mal was Neues überlegen. Aber generell kann man eigentlich sagen, dass wettermäßig kann ich mich absolut nicht beschweren. Es hat nicht einmal richtig geregnet, also zumindest nicht, wo ich irgendwie draußen auf Wanderschaft war. Ich glaube, nachts hat es mal geregnet und da, wo ich unten unter das Berg war, so ein ganz klein bisschen. Aber das war wirklich zu vernachlässigen. Zum Wandern war das wirklich optimal, hervorragend. Gestern war ein richtig schöner Sonnentag, heute auch so ein Mix aus Sonnen und Wolken. Wirklich klasse. Also so kann es von mir aus immer sein. Da kann man nicht meckern. Da hinten jetzt sieht es relativ dunkel hier aus, aber ich glaube, bei dem starken Wind, das zieht alles weg. Gearbeitet. Die Bauarbeiten rühren daher, dass anscheinend der Hirschkaser an die Kanalisation angeschlossen wird. So sah es zumindest aus.
werde ich diesen Anblick vermissen. Ah, ihr macht Pause. Ja. Und da bin ich zurück am Parkplatz. Heißt für mich geht's jetzt ab zurück zum Belegrad. Ja, zum Hotel fahre ich jetzt. Das ist meine nächste Station. Wir haben jetzt kurz nach 4. Ja. Ich will zurück. So schnell geht das. Schöner Blick auf Untersberg. Und hoch auf Kilstein und Göll. Das Licht, was ich gestern Abend da gesehen habe, das müsste eigentlich so am Göll gewesen sein. Müsste das Licht beim Kilstein gewesen sein und es sah so aus, als würde ein Licht am Göll brennen. Ja, jetzt heißt es frisch machen, damit es heute Abend wieder frisch zum Abendessen gehen kann. Wenn das zeitlich passt, ich denke, es wird passen, dann werde ich mir das Bauerntheater heute anschauen. 8 Uhr geht das los. Wir haben jetzt 5 Uhr. Ich müsste das eigentlich gut schaffen. Ich werde in Berchtesgaden was essen gehen. Schau mal, wo ich ein Plätzchen kriege. Und dann denke ich, dann klappt das auch. Ich bin eben da vorbeigefahren und es war auf jeden Fall das Schild draußen. Heute Vorstellung. Das Stück ist es ist nicht der Flotte Jonathan, was ich gesagt hatte. Es sind zwei Sünder oder sowas oder zwei irgendwas. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Ich habe es mir nicht gemerkt, den genauen Titel. Aber ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Von daher werde ich mir das dann heute sehr wahrscheinlich anschauen. Wenn ich es nicht schaffe, ja, dann habe ich Pech gehabt. Dann werde ich an der Bahn ein Bierchen trinken. Aber gut, ich werde es versuchen und mache mich jetzt erstmal frisch. So, frisch gemacht und jetzt geht's direkt raus in den Markt nach Berchtesgaden. Gucken, dass ich was zu essen bekomme. Mir schwebt eigentlich vor, dass ich nochmal zum Neuhaus gehe. Gefällt mir immer sehr gut dort. Und wenn ich da hingehen sollte und einen Platz kriege, dann aber diesmal kein Teufelstoast. Dann nehme ich was anderes. Ist mein letzter Abend heute. Aber schau mal, wenn es da nicht klappt, dann gehe ich woanders hin. Erstmal jetzt in die Stadt, in den Markt. Da bin ich im Markt angekommen. Zwei alte Sünder heißt das Stück. Ich glaube zumindest, dass ich es nicht gesehen habe. Naja, selbst wenn, lustig ist auf jeden Fall. Karte schon einmal gesichert. Dann kann es gleich losgehen. Aber erst mal essen. Raus und es regnet. Jetzt so einen kleinen Spaziergang, bevor es ins Theater geht. War schon mal jemand von euch im Rehmuseum? Lohnt sich das da reinzugehen? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare.
ist aufgefallen, in Berchtesgaden gibt es unheimlich viele Brunnen. Ja, für diese recht kleine Gemeinde oder Markt sind hier unheimlich viele. In Bad Reichenhall ist das ja auch so, da gibt es richtig viele Brunnen. Aber hier auch, wenn man das für die Größe überlegt, also jede Menge sind hier. Ich will es jetzt nicht alle aufzählen, weil es jede Menge sind, aber schon enorm. Ich weiß gar nicht warum, so im Hintergrund hat, dass hier so viele erhalten sind, ob man es einfach nur der Optik wegen gemacht hat. Da ist es wieder. Das Arschpfeifenwasser. So, jetzt geht's aber los. Ja, so, freilich, ja, jetzt wurde das so. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Vielleicht hat der Gockel einen Katarro oder einen Husten. Das klingt doch gar so blödsinn. Ich hab mir nur totgestellt, dass ich dir endlich einmal auf deine Lumpen reinkomme. Wo ist denn die Stanzi? Doch, süß. Ich hab's an der Warzen, Kind. Sag einmal, was hast du mit denn du? Dankeschön. Schön. Alkoholfreie Weizen. Zurück vom Bauerntheater. Es war wieder sehr unterhaltsam, sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie aus einer anderen Zeit, einfach irgendwie leichte Unterhaltung und hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, diese Tradition, die bleibt hier noch lange in Berchtesgaden so bestehen. Ja, insgesamt war es heute wieder ein schöner, abwechslungsreicher Tag. Ich hatte eine neue Wanderung für mich, die ich so noch nicht gemacht hatte. Ich bin über den Sohle-Leitungsweg gegangen bis zum Taubensee und dann wieder zurück mit herrlichen Aussichten auf Ramsau zurück. Und auch der Taubensee, die Stelle, wo man hingehen konnte und dann auf den Hochkalter geblickt hat, das hat mir sehr gut gefallen. Und am Ende habe ich mir noch eine kleine Fahrt mit dem Sessellift auf den Hirscheck gegönnt. Konnte da noch bei einem hellen Bier die wunderbare Aussicht genießen, bevor ich dann wieder runtergewandert war. Alles in allem war das für mich ein schöner letzter Urlaubstag jetzt hier. Ich bin sehr zufrieden, dass das alles so gut geklappt hat mit dem Wandern. Wenn ich überlege, dass das Sprunggelenk vor jetzt mittlerweile fast 10 Wochen gebrochen habe und ich zwischenzeitlich gedacht habe, dass ich da viel länger brauchen werde, bis ich da wieder so gut laufen kann, wie das jetzt der Fall ist. Gut, das war es auf jeden Fall für heute. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Morgen gibt es wie immer den Abschiedsvlog. Ich werde natürlich zum Frühstück gehen, dann werde ich meine Besorgung machen und dann werde ich noch eine ganz kleine Mini-Wanderung machen. So wie das auch die letzten Mal der Fall war. Ich sage dann bis morgen.